Das christliche Schulungszentrum CEC wurde 1990 in Melipilla, Chile geboren. Hier begann das Missionars-Ehepaar Thomas und Mechthild Vögelin mit praxisnahen Schulungskonferenzen für junge Südamerikaner. Ziel war es, die Teilnehmer für die Mitarbeit in der eigenen Gemeinde und für Weltmissionen zu motivieren. Keiner hätte damals gedacht, was sich durch Gottes Hilfe und die Anstrengung eines treuen Teams entwickeln würde. Die Schulungskonferenzen bestehen aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. In 5 Tagen werden durch Vorträge und Workshops die notwendigen theoretischen Werkzeuge vermittelt. Diese werden dann im praktischen Teil innerhalb von 10 bis 20 Tagen in Zusammenarbeit mit Gemeinden und Missionaren an verschiedenen Orten umgesetzt. So brachen in den letzten Jahren hunderte junger Menschen auf, um die Botschaft von Jesus zu verkünden und die soziale und gesellschaftliche Not in Südamerika zu lindern. Les quiero comentar un poco lo que es el campamento del CET. Es una experiencia inolvidable, compartís con personas distintas de todos los lugares del país, del mundo. Y le invito a todas las personas que quieran venir este próximo año, no se van a arrepentir, es súper emocionante. Sabes convivir, te aprende a convivir con las personas, también las prácticas estuvieron buenísimas en la Plaza Pacaraí. Estuvimos trabajando con niños que te impresionan de tan chulina que son y te llegan mucho, a mí al menos me llegaron muchísimo en el corazón. Es un campamento de entrenamiento donde nos ayudan a entrenarnos para evangelizar a los niños, nos ayudan a tener una visión más grande de lo que son las misiones. Y yo estoy en el Ministerio del Payaso, es un ministerio muy, muy especial para los niños, ya que los niños adoran los payasos y siempre te sigue cuando me visto de payaso, siempre me sigue. Ayer tuvimos nuestra primera hora feliz y alrededor de 40 niños estuvieron en esta hora feliz. 1999 wurde die erste Schulungskonferenz in Argentinien durchgeführt. Seit 2003 führt das CEC auch Schulungskonferenzen in Paraguay durch. Neben den intensiven Schulungskonferenzen organisiert das CEC auch Tagesseminare. In Zusammenarbeit mit örtlichen Gemeinden kommen hier Jugendliche aus verschiedenen Gemeinden zusammen, um mehr zum Thema Mission und Evangelisation zu erfahren und es dann in die Tat umzusetzen. Höhepunkt der über 17-jährigen Geschichte des CEC war der internationale Jugendmissionskongress CIMA, der im Januar 2007 in Argentinien durchgeführt wurde. Mit mehr als 1000 Teilnehmern und über 40 Rednern und Workshopleitern war dies die größte Veranstaltung, die jemals in dieser Art in Südamerika durchgeführt wurde. Im Anschluss an den Kongress machten 30 Teams einen praktischen Einsatz in 8 verschiedenen Ländern. Zum ersten Mal reisten auch Gruppen über die Grenzen von Lateinamerika hinaus und führten 2-wöchige Praktika in Spanien, Südafrika und Mexiko durch. Realmente para mí el campamento del SEC fue una experiencia que marcó mi vida en un antes y en un después. Desde los 5 días intensos en donde la teoría fue algo que realmente reafirmó muchas convicciones en mi vida, pude darme cuenta de lo que Dios realmente quería para mí y a lo que Dios me estaba llamando. Luego vino el tiempo de práctica, en donde fue un momento de desafiar mis propios límites, de hacer cosas realmente impensadas, que nunca hubiese imaginado. A través del campamento del SEC, yo descubrí en cada una de las actividades realmente innovadoras que uno puede presentar el Evangelio de una manera creativa y que uno tiene que salir de las estructuras y empezar a ganar a esta sociedad que se está perdiendo. El SEC me desafió a hacer cosas inimaginables, realmente te desafía a cambiar el rumbo de tu vida y realmente a jugarte por las misiones. Yo volví realmente motivada y el fuego de la pasión que encendió en mí escuchar tantos oradores y ver tanta gente dando su vida y sirviendo en el campamento fue algo realmente conmovedor.
Weiterhin stellt das CEC zur Unterstützung der südamerikanischen Gemeinden und Jugendlichen hilfreiches Material her. Andachtsbücher mit packenden Botschaften für jeden Tag, Multimedia-CDs mit Informationen zum Gebet für verschiedene Länder und Volksgruppen sowie Bücher über praktische Evangelisation, Mission und Leiterschaft. Das Short-Term-Programm bietet jungen Menschen aus Europa und Südamerika die Möglichkeit, für 6 bis 12 Monate eine interkulturelle Erfahrung zu machen und die CEC-Arbeit tatkräftig zu unterstützen. Durch die Einsätze im Werk sowie in südamerikanischen Gemeinden, Kinderheimen und unterschiedlichen sozialen Einrichtungen werden sie hautnah in die Missionsarbeit eingebunden. In Zukunft möchten wir auch südamerikanischen Jugendlichen praktische Einsätze in europäischen Gemeinden vermitteln. Im Juli-August findet das Mission Adventure Camp statt. Ein Kurzzeiteinsatz für junge Europäer, die für 3 bis 4 Wochen Südamerika kennenlernen wollen, in die Missionsfeld reinschnuppern und ihre freie Zeit sinnvoll für Gott einsetzen möchten. Unsere Vision ist, in jedem Land Lateinamerikas eine CEC-Arbeit unter nationaler Leitung zu gründen. Für 2008 wird die erste Schulungskonferenz in Bolivien gestartet. Ab 2009 werden 2 Missionarsehepaare das CEC in Peru aufbauen. Unsere gesamte Arbeit wird übergemeindlich durchgeführt. Dies bedeutet, dass unsere Mitarbeiter und Teilnehmer aus verschiedenen Gemeinden aus dem evangelikalen Bereich kommen. Wir möchten dadurch ein Vorbild sein und als Leib Christi in Einheit und Harmonie dienen, damit das Reich Gottes auf Erden gebaut werden kann. Das Wachstum des Werkes in den letzten Jahren stellte uns vor neue Herausforderungen. Um die gesamte Arbeit zu realisieren, ist das Werk auf 17 Vollzeitmissionare angewachsen. 2 Drittel hiervon sind einheimische Missionare. Sie kommen aus verschiedenen südamerikanischen Ländern. Durch Patenschaften können einheimische Missionare von Europa aus aktiv unterstützt werden. Wir möchten jungen Südamerikanern helfen, dass sie in ihrer Beziehung zu Jesus wachsen können, dass sie ihre Gaben entdecken können und sie in der Gemeinde einsetzen und sie ein Herz für Weltmission haben. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.